Na, siehst du, ist keiner da. Komm da rein. Eine Cola wolltest du. Wenn du meinst. Und du meinst, es kommt wirklich niemand hierher? Also ich hab dir doch gesagt, dass um diese Zeit bei uns nie einer zu Hause ist. Stark. Ist was? Naja, wenn nur plötzlich doch jemand kommt. Also weißt du, jetzt ziehst du mal aber langsam auf die Ketten. Du bist da sonst nie so ängstlich. Ja, wisse, Fakt ist der und die Sache ist die. Wir beide sind doch schon so richtig erwachsene Menschen, die voll mit beiden Beinen im Leben stehen. Verstehst du? Nee. Uns kann noch keiner was, wenn wir beide... Du weißt schon, was ich meine, verstehst du? Nee. Ach, komm doch mal auf den Punkt. Fakt ist, ich stehe unheimlich auf dich. Und wo liegt nur das Problem? Naja, wenn uns nur jemand begegnet, jemand von deiner Familie. Na, was wär denn dann? Ja, wenn wir beide hier, ich meine, was ich dann für einen Eindruck mache. Also mein Freund Kalle, der sagt immer... Wer ist denn Kalle nun wieder? Kalle, kennst du den? Dufter Kumpel. Kalle sagt immer, erste Puppen heiraten, dann sich vorstellen lassen. Hm? Ist ja Mord. Sag mal, willst du dann hier hinsetzen oder was sagt Kalle über das Hinsetzen? Alter, Schuppen ist einsame Spitze hier. Ja, meine Oma, die schmeißt hier den Laden. Meine Mutter und ich, wir haben wenig Zeit dafür, aber meine Oma, die macht das schon. Ha? Oma, Mama, na, und wo ist der Papa? Der spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Wieso? Die sind geschieden. Ach so. Meine Mutter meint, er hat sie immer an der Entfaltung ihrer Persönlichkeit gehindert, weißt du? Aber lassen wir das jetzt. Ja, lassen wir das jetzt. Klar. Wir sind ja nicht zum Bildungsabend in deine Hütte gekommen. Nee, sind wir nicht. Und du meinst, es kommt wirklich niemand hierher, ne? Nee, da kommt keiner! Mensch, das ist meine Mutter! Was? Los, ab in die Küche, da kommt sie garantiert nie hin. Na, das ist eine Verlade hier. Ja. Nun sag mal, warum lässt du denn den Schlüssel drinnen stecken? Da kann ich mal ja dämlich bummeln. Kann man jetzt abzuziehen, Oma. Ah, das ist ja eine Freude, dass du das bist, Oma. Ja? Freust du immer, wenn ich da bin, ne? Ja. Also das ist meine liebe Oma, von der ich dir schon so viel Gutes erzählt habe. Hier, Oma. Sag mal, bei dir piept's wohl. Was redst du da für einen Unsinn zusammen? Sag mal, Oma, bist du sonst nicht immer mittwochs bei Frau Lindner zum Kaffee? Na klar, da war ich ja auch, aber ich bin wieder gegangen. Wisst ihr, die Müllern von nebenan ist gekommen und die quatscht doch immer so viele, da kann ich ja nicht zu Worte kommen. Aber sag mal, wie kommt's denn, dass du schon da bist? Ja, also Herbert, ich meine Herr Splette, war so freundlich und hat mich auf seinem Motorrad mitgenommen, da brauchte ich nicht auf dem Bus war. So, Herr Splettstößer. Ja, ich war so frei. Hallo, Oma. Wie bitte? Hört's schwer? Tag, Oma. Herr Splettstößer, Sie sind nicht mein Enkel, also bin ich auch nicht Ihre Oma. Für Sie bin ich Frau Wiedemann, ist das klar?
Nehmen Sie mal die Blumen her, die müssen sowieso ins Wasser. Guten Tag, Frau Wiedemann. Tag. Ach, Hannelore, die Mischbatterie im Bad ist kaputt. Ach, schon wieder mal. Herr Wollenschläger hat mir versprochen, nachher mal nachzusehen. Herr Wollenschläger, ach du liebe Zeit, weißt du doch, Oma, der hat nämlich mal unseren Staubsauger vorgehabt und da ist hinten alles wieder rausgekommen. Ja, das wissen wir ja nur, nicht? Oder weißt du vielleicht jemanden? Oder vielleicht ist Herr Splettstößer in der Lage, was? Also meine Spezialstrecke sind Fernseher. Schade, unsere Röhre macht's noch. Hast du einen falschen angelacht, Mädchen? Oma. Naja, also, wenn Sie schon mal da sind, dann nehmen Sie Platz. Dann sagen Sie mal, Skilichte. Bitte. Oh, das wird Herr Wollenschläger sein. Dufte, komm später, jetzt haben wir Zeit. Da willst du nicht aufmachen? Klar. Tja, dann fängt man auch nicht länger. Nee, Sie bleiben ruhig noch ein bisschen. Leute, Leute, was macht ihr bloß, Mensch? Zwei linke Hände, aber alles anfassen. Also, wenn ihr mich nie hättet... Das ist uns doch völlig klar, Herr Wollenschläger. Was jetzt wieder alles bei mir liegen bleibt, ja. Sie können sich ja überhaupt nicht vorstellen, wie dankbar wir Ihnen sind, Herr Wollenschläger. Ja, wir sind wirklich außer uns vor Freude. Also, ehrlich, Frau Wiedemann, wenn Sie nie wären... Wer sind das? Splette. Aha. Ist mein Freund. Aha. Haben Sie weiter hier? Im Gegenteil. Lili, Sie wissen ja, wo es Bad ist. Hannelore, mach mein Haupthand zu. Na, dann beweg doch mal ein bisschen, ja? Tja, dann will ich mal ohne länger stören, wa? Hey! Warum haben Sie es denn so eilig? Ich bin nicht altmodisch. Und ich finde das ganz richtig, dass Hannelore Sie mal mitgebracht hat. Sie kennen sich doch sicher schon ein ganzes Weilchen, wa? Ja, 3 Tage mindestens. Oh. Mit anderen Worten, der Fall ist klar. Was denn für ein Fall? Mein lieber Junge, ich hab Ihnen schon mal gesagt, ich bin nicht von gestern. Ich weiß ganz genau, was in der Welt so vor sich geht und auch, dass es zwischen Mann und Frau so Sachen geben kann. Naja, Ihnen brauche ich das ja nicht erst auseinanderzusetzen, ne? Sie sind ja selbst erfahren genug, wa? Hm. Rücken Sie mal ein Stückchen. Na? Ihr wollt heiraten? Na, eigentlich schon. Habt ihr auch schon einen Termin ins Ohr gefasst? Was denn für ein Termin? Na, für die Scheidung. Oma! Starten Sie immer im 4. Gang? Ja? Sie war theoretisch, könnte ich ja nur wirklich deine Oma sein, nicht? Und damit habe ich dir auch ein bisschen Zeit voraus. Und nicht nur Zeit, nee. Auch Erfahrung. Ja, ich weiß, das wollt ihr nicht hören, nee. Frau Wiedemann, reden Sie locker vom Bock, ich krieg keinen Schock. Sag mal, muss es denn nur immer gleich aufs Heiraten hinsteuern? Also, Hannelore und ich, wir verstehen uns in jeder Beziehung außerordentlich. In jeder Beziehung? In jeder. So. Na, das ist allerdings ein schlagendes Argument. Mensch, Junge, du hast ja deinen Kopf nicht nur für den Sturzhelm, sondern auch zum Denken. Also dieser Wollenschläger, erst muss ich mithelfen und dann kriegt er einen Tatterich bloß, weil ich ihm auf die Finger gucke. Ich bin ja mal gespannt, Oma, was da wieder bei rauskommt. Wir haben dich ja nicht vermisst, wa? Herr Splettstößer? Frau Wiedemann? Ich danke Ihnen für das Gespräch. Oma, was hast du denn nun wieder ausgeheckt? Hast du meine Wochenpost mitgebracht? Na klar, habe ich. Herbert ist extra am Kiosk vorbeigefahren. Oh, das ist aber sehr aufmerksam. Vielen Dank. Ja, ich war so frei. Nur will ich mal wirklich nicht... Ja, lernen. Jetzt würden Sie mich auch wirklich stören. Wissen Sie, jetzt will ich in Ruhe meine Wochenpost lesen. Komm, Splette, wir legen eine Platte auf. Nee, Hannelore, erst musst du noch die Wäsche holen. Die Wäsche? Ja. Muss das gleich sein? Das muss gleich sein. Frau Wiedemann, das macht mein heißer Ofen mit links. Na, hervorragend. Mensch, jetzt hat er noch einen Zettel vergessen.
ein netter Junge. Hm? Frau Wiedemann. Ach, Herr Wollenschläger, schon fertig? Schon fertig. Mensch, dann soll immer alle top-hop gehen. Mann. War ja bloß eine Frage. Frau Wiedemann, um Ihren... Ja, Herr Wollenschläger, nehmen Sie doch Platz. Bitte? Na, setzen Sie sich doch. Ja. Frau Wiedemann, um Ihre Mischbatterie in Gang zu bringen, halt tausend andere Dinge liegen lassen. Och, wie kann man das nur wieder gut machen? Im fünften da wartet eine kaputte Steckdose, im sechsten soll ich ein halbes Dutzend Nägel in die Wand schlagen, im siebten eine Jardinenstange anbringen, aber was mach ich? Ich komme zu Ihnen. Und warum komme ich zu Ihnen? Ehe ich an die anderen überhaupt denken muss, wa? Das sollten Sie mal durch den Kopf gehen lassen. Wa? Herr Wollenschläger. Ja. Sie verwirren mich. Wollen Sie mir verschaukeln? Na, das wäre sehr unfein. Ja. Müsste ich mich ja schämen. Ja. Frau Wollenschläger, Frau Wiedemann, um auf den Kern der Dinge zu kommen. Na nun, der Meister ist schon fertig. Also ich kann ja machen, was ich will. Das Mädel kommt und kickt mir auf den Finger. Was hat er denn? In dem geht was vor. Und ich scheine in seinen Überlegungen keine unwesentliche Rolle zu spielen. Hannelore! Was denn? Ich glaube, Herr Wollenschläger wollte mir einen Heiratsantrag machen. Was? Du bist ja verrückt. Verrückt? Warum soll ich denn verrückt sein? Da muss ich mich aber sehr wundern. Bin ich denn schon aus dem Rennen? Wieso hatte ich das nicht gemeint? Bloß der Gedanke ist so komisch, verstehst du? Komisch? So? Der Gedanke ist komisch? Was ist denn daran so komisch? Dass ich ihrem Mann gefalle, das ist komisch? Ich war sehr blöd, Oma. Du siehst noch dufter aus. Nun, wenn ich viel weniger dufte aussehen würde, wäre genauso wenig komisch, nicht? Ehe ist doch kein Vorrecht für nur dufte Aussehende. Na, so hatte ich das ja auch nicht gemeint. Der Gedanke wäre für mich bloß ein bisschen ulkig, wenn ich nur plötzlich wieder ein Opi hätte. Dazu noch irgendwie Wollenschläger, wa? Ach, den finde ich dufte. So? Du sag mal, Oma, würdest du ihn tatsächlich wieder heiraten wollen? Puh, warum nicht? Was war auch da? Warte mal, wo waren die? Ah ja. Attraktive Mitfünfzigerin, vital, vielseitig interessiert, sucht die Bekanntschaft eines etwa gleichaltrigen Mannes, der sich innerlich noch nicht zur Ruhe gesetzt hat. Bei Neigung, allerdings nach sorgfältigster Prüfung, spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Ich wär verrückt, Oma, das hast du in eine Zeitung setzen lassen. Nee, hab ich nicht. Aber was wäre, wenn... Also ich glaube wirklich, bei dir muss man auf allerhand gefasst sein. Na, lass mal, eine haltbare Spätehe ist immer besser als eine wackelige Jungehe. Oma. Du sag mal, hat dein Splätte eigentlich immer zwei Sturzhelme bei sich? Wieso muss er doch laut Straßenverkehrsordnung? Na, wenn er alleine fährt, braucht er bloß einen. Aber es kann ja möglich sein, dass er immer zwei bei sich hat, ne? So für alle Eventualitäten. Ach, Oma. Mensch, Mädel, komm mal her. Ich will ihn dir doch nie ausreden, ne? Aber versucht doch wenigstens, euch ein bisschen näher kennenzulernen. Mensch, du bist 17. Und wie alt warst du? Schon 20. Und Mutti? Na, immerhin 19. Naja, also wisst ihr, viel mehr ist das ja nun auch nicht. Naja, bei mir war das ein Glücksfall. Nicht so was passiert nicht alle Tage. Bei deiner Mutter ist es natürlich schiefgegangen. Und warum ist es schiefgegangen? Weil sie nicht auf mich gehört hat. Ja, ja, so ist das Leben. Alle die schief, bloß mal, weil man nicht auf die hört, die das eben besser wissen. Du weißt ganz genau, dass ich Besserwisser nicht leiden kann, nicht? Aber als deine Eltern auf ihre Ehe losmarschierten mit 7 Meilenstiefeln, da war in meinem Blick einfach klarer. Und warum? Weil er nicht von der Liebe getrübt war. Hm. Aber deine Mutter, ach, na, die war ja fast blind.
Ja, ja, für Vaters Fehler, ne? Schlimmer, für ihre eigenen. Das wird Mutti sein. Da werd mal Kaffee kochen. Das beruhigt. Der Tisch stand wieder sperrangelweit auf. Die Kinder spielen im Treppenhaus Fußball. Das geht immer rauf und runter. Hört ihr das nicht? Oh, was sind Kinder? Ja, du hast für alles eine Entschuldigung. Setz dich doch erstmal mit. Warum soll ich mich denn setzen? Ich sitze schon sowieso viel zu viel. Du, der Kaffee kommt gleich ins Armbrot, ist auch bald fertig. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Na, essen musst du noch mal. Oh, das war heute wieder ein Tag. Viel Ärger haben wir deine Kerle, wa? Also, was sind denn das für Reden? Deine Kerle sind meine Männer, meine männlichen Mitarbeiter. Und ich erwarte, dass über diese Kerle mit Achtung gesprochen wird. Ist das klar? Das war ja nicht so gemeint. Ich wollte ja deine Kollegen Jagdbeauftragten, Revierforst, Facharbeiter und Förster nicht kränken. Also darum geht's doch überhaupt nicht. Du, es ist nicht so leicht, als Frau der Chef von lauter Männern zu sein. In einer solchen Position musst du doppelt so gut sein wie ein Mann, sonst brauchst du es gar nicht anzufangen. Du musst klipp und klar zeigen, wer du bist. Eher noch einen Zahn zulegen. Nicht die geringste Blöße geben. Nicht erst lange fackeln. Sondern auf den Tisch hauen, dass der ganze Stadtforst wackelt. Und wenn du am Abend nach Hause kommst, tut dir die Hand weh vom auf den Tisch hauen. Also ich finde das gar nicht komisch. Also wisst ihr, manchmal hast du aber auch überhaupt keinen Hunger mehr. So, mein Kind, nur lass mal deinen Kaffee gut schmecken. Ja, danke. Heute Abend ist Polizeiruf 110 im Ersten. Ja, seht's euch an, ich habe noch zu tun. Mein Gott, du rackerst und rackerst. Ich muss an meine Diplomarbeit. Man kann's auch übertreiben. Du musst doch mal eine Pause machen, ja. Mutti. Also ich weiß doch wohl am besten, was ich tun und lassen muss. Ruf mich, wenn das Abendbrot fertig ist. Wieder mal Sturm im Kalender. Man weiß ja nicht, was man sagen soll, ne? Am besten mal hält den Mund. Wo der Splitte nur bleibt. Jeden Tag derselbe Zirkus. Wisst ihr, langsam geht mir das auf die Nerven. Das unter uns. Was mach ich nur mit dem Kaffee? Trinkst ihn selber. Hab da schon drei. Was meinst du, ob sie jeden Morgen antreten lässt? Wen? Na, ihre Ober-, Unter- und sonstigen Förster. Oh, Mensch, was dir so einfällt. Sag mal, kannst du dir das nie vorstellen? Nee. Guten Morgen, Männer. Guten Morgen, Chefin. Wir wünschen wohl geruht zu haben, Männer. Wir wünschen ein gleiches, Chefin. Nun aber nicht lange gefackelt, sondern gleich frisch ans Werk. Und wer sich mir gegenüber Schwachheiten einbildet, wird bei der nächsten Jagd als Treiber eingesetzt. Ist das klar, Männer? Ja, ist klar, Chefin. Wegtreten. Ach, hör auf, meine Lord. Komm, hilf mir mal beim Armbrot, da kommst du auf andere Gedanken. Dankeschön. Sag mal, ob sie meint, dass sie anders mit ihren Männern nicht zurande kommt? Sicher. Du, was würde sie mit ihrem eigenen machen? Mit ihrem eigenen? Na, wenn sie einen hätte. Wer soll das wissen? Das müsste man rauskriegen. Aber wie? Man müsste ihr einen verschaffen. Sag mal, du bist ja nicht gescheit. Das kann schon sein, aber ich möchte es mal drauf ankommen lassen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Sag mal, deine Mutter ist den ganzen Tag mit Männern umgeben. Wenn die wollte, da könnte sie schon. Ach, die sind doch tabu für sie. Da spielt sich doch nicht das Geringste ab. Na, das staunig. Für die ist sie der Chef und sonst nicht. Staunig aber. Nee, nee. Das Ding muss eine ganz andere Richtung kriegen. Wenn die einen Mann hätte, wäre alles ganz anders. Und das Leben wäre für uns viel angenehmer. Also eins kann ich da sagen, Oma. Ich heirate nicht eher, als bis wir Mutti unter Dach und Fach haben. Mädchen, Mädchen. Machst du nur mit? Nee. Das ist doch eine Schnapsidee. Und die gerate dir, gut, schlagst du dir aus dem Kopf. Jetzt. Frau Wiede, Frau Wiedemann. Ach, ja. Ah, ja. Ja, Herr Bullenschläger. Ja. Ja, ich bin da ja nicht zum Nachdenken gekommen. Wissen Sie, ich hab so viel Sachen im Kopf. Ja, das also, eilt ja auch nicht so, wa? Ja, ich wollte dann sagen, dass ich dann jetzt jeden tue, wa? Ja. Flutscht denn eine Mischbatterie wieder? Nein, sie tropft. Hervorragendes Ergebnis. Ja. Frau Wiedemann, ich setze Ihnen eine neue Düse ein, wa? Ja. Das heißt...
Das heißt, wenn Sie zu Hause sind, wa? Na ja, wenn ich wüsste, Sie kommen, wir wollen Schläger. Also, dann gehe ich jetzt, wa? Ja. Ja. War noch was? Bitte? Ich hätte nämlich in der Küche zu tun. Ja, wa? Ach, wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Oh ja, ja, ja. Wie heißt das so schön in der Annonce? Ja. Umstände halber abzuheben. Ja. Oder ja. Wartet vielleicht eine Jardinenstange auf Sie? Die Jardinenstange? Was? Mensch, jetzt sitzt die Krausen schon eine halbe Stunde auf der Leiter. Dann brauchen wir nicht mehr aufwärmen. So, schönen Gruß von Rewaltex. Mann, sag bloß, du bist doch mal ganz alleine hier in dieser Wohnung, hä? Splitter. Splitter. Komm mal hierher. Ja. Hier, liest es mal. Hier. Mann, so Frau zum Heiraten, na und? Tickt da nicht bei dir? Sollen da ticken? Na, da schreibe ich hin. Ist nicht wahr. Doch. Na, du hast dein Ding zu laufen. Und du hilfst mir dabei. Bin da nicht mit einem Klammerbeutel gepudert. Was ist denn? Musst du erst bei Kalle nachfragen, oder was? Na, dem ist sowas noch nie passiert, für seine Mieze ihn an Land ziehen. Och, Splitte. Splitte. Hm. Ich will noch nicht für mich. Für wen denn? Na, für meine Mutter. Ist ja viel progressiv. Das sag ich doch. Also pass auf. Du schreibst. Und ich diktiere. Also. Also. Nunmehr bekannter Unbekannter. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich, Umstände halber, in meiner eigenen Wohnung kennenlernen zu dürfen. Nur ernst gemeinte Zuschriften, sowas kannst du doch nicht machen. Und wie ich das kann. Pass mal auf, wenn wir die Sache hier nicht in die Hand nehmen, wird da nie was draus. Hier muss ein Mann ins Haus, ist das klar? Zu Befehl! Herr Wollenschläger, Kaffeestunde. Ah. Ja. 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 So. Na nu, was ist denn nu kaputt? Nur eine Tasche? Ja, Herr Wollenschläger, Sie müssen heute mal auf meine Gesellschaft verzichten. Oh. Ich muss einkaufen gehen. Oh. Na, Sie wissen doch, in der Kaufhalle ist nach Viere da Teufel los. Der Kaffee ist ja wirklich erster Klasse, aber ob er mir heute schmecken wird? Wieso? Wenn ich hier so alleine rumsitze, wa? Kann man das gar nicht mehr wegdenken, wa? Jeden Nachmittag mit Ihnen hier so gemütlich, wa? 14 Tage schon. Mir geht's doch genauso, Herr Wollenschläger. Ja? Oh. Seit 14 Tagen haben Sie unsere Mischpatrie in der Mache. Das ist schon ein Teil meines Lebens geworden. Das ist eben kompliziert, wa? Jedes Mal, wenn ich die Wohnung verlasse, ist das Ding in Ordnung. Aber was finde ich morgens, wenn ich die Zeitung aus dem Briefkasten ziehe, wa? Ein Zettel, Mischbatterie tropft, herzlichst Frau Wiedemann. Ob das vielleicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist, wa? Nee. Das Sie was nie richtig machen? Nee, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Nee. Na, Ihre Ausdauer ist jedenfalls bewundernswert. Und für wen tue ich das alles? Für wen habe ich mir hier auf den Daumen gedroschen, wa? Extra für Sie, wa? Frau Wiedemann, um auf den Kern der Dinge zu kommen. Ich glaube, Sie müssen jetzt gehen, sonst kommen Sie in Trubel. Herr Wollenschläger, ach, nur beruhigen Sie sich doch. Setzen Sie sich erst mal. Ja, und fassen Sie Mut. Hm?
Sie sind ja noch da, wenn ich zurückkomme. Ja, bestimmt. Nicht? Ja. Frau Fiede. Wenn ich bloß ein bisschen mehr Mumm hätte, Mensch. Früher warst du doch nicht so dusselig, Mensch. Das hätte ich mir doch beinahe gedacht. Die fassen nicht an Stecker an, wenn sie ihn rausziehen, sondern an eine Schnur. Darüber wird noch mal ein paar Worte verlieren müssen. Ich möchte nie wissen, was hier noch alles so Vordermann zu bringen ist. Was mach ich denn nun? Wir haben es einfach, ich mach auf. Hey, komm her! Gleich. Seidel ist mein Name. Guten Tag. Wollenschläger? Ja, angenehm, ja. Ja. Ihr Name steht aber nicht draußen dran. Nein. Aha. Na, ist ja auch egal. Ja, ja. Ja. Ich hatte eine Antwort auf meine Annonce bekommen. So, aha. Ja, ja. Ich hätte gerne mal einen Blick darauf geworfen. Ja, ja, das wird sie sicher machen lassen. Ne? Ja, ja, sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja. So, wenn Sie sitzen. Hier. Ja, gerne. Ja. Gerne. Ja. Danke. Ja. Ja. Schön da, ja? Ja. Danke. Ja. Ja, ja. Ja, wenn Sie dann so freundlich wären. Ja, wenn Sie einen kleinen Augenblick Zeit haben, ne? Ja, sicher. Ich kann auch noch einen späteren Zug nehmen. Ach, Sie sind von außerhalb. Ach, das wissen Sie nicht? Nee, das sieht man nicht so auf den ersten Blick. Aha, dann sind Sie wohl gar nicht informiert. Nee, ich gehöre nicht zur Familie. Ach, und darf ich fragen? Ja, Sie dürfen die. Frau Wiedermann muss jeden Augenblick zurück sein. Die ist gerade bloß mal einkaufen. Ach, na gut, ja, wo ich schon mal da bin. Angesehen hätte ich Sie mir ja gerne mal. Wen, die Frau Wiedermann? Nanu! Guten Tag! Besuch? Seidel ist mein Name. Wiedemann? Angenehm. Der Herr sagt, er würde Sie sich gern mal ansehen. Mich? Nein. Der Herr sagt, er käme wegen die Annonce. Wegen die Annonce? Ja, wegen der Antwort auf meine Annonce, genauer gesagt. Ja, entschuldigen Sie bitte, aber ich weiß von keiner Annonce. Aber ich bitte Sie, Sie brauchen mit mir doch nicht verstecken zu spielen. Frau Wiedemann! Wenn es schon zu spät ist, dann sagen Sie es mir offen und ehrlich. Ich habe zwei Züge ausgelassen, um gleich am Ball zu sein, aber ich möchte meine Zeit hier nicht verplempern. Also entschuldigen Sie bitte, Herr Seidel, aber ich weiß von keiner Annonce. Tun Sie doch nicht so! Ich will ja nicht weiter meckern. Wissen Sie, so ein prima Angebot kommt so selten, dass man schon gerne ein paar Ungelegenheiten auf sich nimmt. Herr Wollschläger, Sie können es mir glauben, ich weiß von keiner Annonce. Ich bin nicht übelnehmerisch, Frau Wiedemann. Hauptsache, ich kriege Sie. Ja? Ich bin doch hoffentlich der Erste bei Ihnen. Hm? Ach, guten Tag, Seidel ist mein Name. Angenehm. Seidel. Plättstöße. Ja. Wer ist denn das? Er sagt, er kommt auf eine Annonce. Ja, wegen der Antwort auf meine Annonce, genauer gesagt. Ach, du grüne Neune. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass mein Erscheinen hier... Dann wissen Sie, Also ich verpasse Ihnen gleich meine Klarsichtscheibe, ja? Sie kann jeden Moment hier sein. Ja. Na, das ist ja ein Silberstreif am Horizont. Na. Wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Bitte. Ja. Herr Seidel, ja? Die Sache ist so. Sie weiß noch nichts davon. Ach, sie weiß noch nichts davon? Nein. Was ist denn das für ein Irrsinn? Mann, er wird doch nicht seinen Löffel hier abgeben, was? Moment mal! Was ist hier eigentlich los? Ruhe, Chef, Ruhe. Sie kriegen ein klares Bild mit Ton. Jetzt geht mir ein Licht auf. Herr Wollenschläger. Also Fakt ist der und die Sache ist dir. Das ist sie, jetzt bricht zusammen. Oh. Was ist denn hier los? Guten Tag, Seidel ist mein Name. Ich bin stehenden Fußes zu Ihnen geeilt, um Sie zu kriegen. Und was zu kriegen? Mutti, kann man dir mal was erklären? Ja, schieß los. Ja, Frau Plättstößer meint... Nee, Plättstößer bin ich. Aha. Sie meinen mich, ich bin Frau Wiedemann. Ja, kann sein. Das heißt, ich bezweifle nicht, dass Sie Frau Wiedemann sind. Sie müssen schon entschuldigen, Frau Wollschläger, aber... Paul ist mein Name. Wollschläger bin ich.
sagen Sie mal, wovon reden Sie eigentlich? Ja, von der Antwort auf meine Annonce, wie gesagt. Ich habe auf keine Annonce geantwortet. Ich lese keine, folglich antworte ich auch auf keine. Sind Sie da ganz sicher? Wir haben geantwortet, Herbert und ich. Ja, dann müssen Sie mit den beiden einig werden. Was wollt ihr denn an den Mann bringen? Mutti, hörst du mal ganz ruhig zu? Du, ich bin doch die ruhigste von uns allen. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, wenn ich darauf hinweise, dass der letzte Zug, den ich nehmen kann, um 18.34 Uhr geht. Ja, es läge mir sehr daran, wenn wir möglichst bald miteinander ins Reine kommen könnten. Ich kann ja notfalls noch mal vorbeikommen, wenn wir heute nicht handelseinig werden. Aber ich möchte wenigstens wissen, ob ich mir Hoffnungen machen darf, Sie auf irgendeine Weise zu bekommen. Herr Seidel, wir sagten Ihnen doch schon, dass Sie noch nichts davon weiß. Ja, haben will ich Sie. Das betone ich mit allem Nachdruck. Ich gönne Sie keinem anderen. Ich verstehe Sie nicht. Ich begreife Sie nicht. Sie haben doch geantwortet. Also wollen Sie doch loswerden. Der Mann läuft doch nicht alleine. Was wollt ihr denn nun loswerden? Dich. Ach, mich. Mich? Mutti, hörst du mal ganz ruhig zu? Ja? Ja, was denn? Wir haben auf eine Heiratsannonce für dich geantwortet. Was? Was? Weißt du, wir dachten, dass wir... So, ihr dachtet. Ja. Wir hätten es dir vielleicht vorher sagen... Das wäre aber freundlich gewesen. Moment. Herr Seidel, hier liegt ein Missverständnis vor. Ja. Dafür kann man Sie nur um Entschuldigung bitten. Ja, ja. Aber sagen Sie mal, bin ich hier richtig? Ja. Aber das ist doch hier die Schwarzmeerstraße 17. Nein, das ist hier die Balatonstraße 17. Nein. Ja, alle Häuser, die so stehen, sind von der Balatonstraße. Aber die, die so stehen, das sind wohl nicht von der Schwarzmeerstraße, ja. Das ist ja eine schreckliche Geschichte. Wir haben uns schon dran gewöhnt. Ja. Ja. Und jetzt ist sie bestimmt schon weg. Was? Wer ist weg? Ach, bei Ihnen habe ich meine Zeit vertrödelt. Und inzwischen hat sich die Sammlung ein anderer unter den Nagel gerissen. Ja, was denn für eine Sammlung? Pfeifenköpfe aus aller Welt. Meine Spezialstrecke. Ja. Wir zeigen Ihnen mal, wo die Schwarzmeerstraße ist, ne? Ja, Ihre Spezialstrecke. Wollen Sie mich veräpfeln? Ach du lieber. Nicht wirklich. So nicht, Freunde, so nicht. Ich stelle fest, hier ist eine bodenlose Schweinerei passiert. Ist das die richtige Methode, mit subjektiven Schwierigkeiten fertig zu werden? Und überhaupt, was habe ich euch getan? Warum wollt ihr mich loswerden? Oh, Mutti, wir wollen nicht. Jetzt rede ich und ich verlange, dass man mir zuhört. Ruhe! Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich sagen? Sie verlangen, dass man Ihnen zuhört. Ja, danke. Meine Mitarbeiter sind gewohnt, ihre geistigen Kräfte konstruktiv einzusetzen. Nicht zuletzt ohne meinen Einfluss. Konstruktiv. Konstruktiv. Erst wird überlegt, dann gehandelt. Das zahlt sich aus. Und was erlebe ich in meinen eigenen vier Wänden? Der Stecker. Den Hintern sollte man dir versohlen, so alt wie du bist. Oh, das der richtige Makarenko ist das. Sie wagen überhaupt noch den Mund aufzumachen, Sie. Negativer Einfluss, Sie. Du beleidigst Herrn Splettstößer. Ich werde ihn um Entschuldigung bitten. Ist nicht nötig. Dass die beiden Unsinn gemacht haben, das wissen sie nur alleine. Ja, aber du scheinst es nicht zu wissen, so groß wie du bist. Von rechts wegen könnte ich meinen Beruf an den Nagel hängen, damit ich von früh bis abends auf euch aufpassen kann. Jawohl, der Stecker! Ach, lassen Sie mich doch mal mit Ihrem Stecker zufrieden. Aber das eine sage ich euch, das letzte Wort in dieser Sache ist noch nicht gesprochen. Das glaube ich allerdings auch. Wieso? Na, der Richter kommt doch erst noch. Och, da geht ja der ganze Tag von vorne los. Und woran liegt das? An unsachgemäßer Behandlung, zum Beispiel der Stecker. Der wird beim Rausziehen immer an die Schnur angefasst. Aber ich sage euch, Kinder, ich sage euch, das hört mir ein für alle Mal auf. Ich brauch dich mal.
Toilette. Geht's dir gut? Oh ja, ist ein ganz guter Krippenplatz. Bloß, ich wäre ja auch mal groß. Was machen wir dann? Ja. Jetzt braucht mich meine Mutter mal. Hm? Hm. Ja, ich hab kein Kalle, ich brauch jetzt alle Splätte. Splettschlösser, Herbert! Ja, ich warte. Kalle, bist du's? Ja, hier ist alle Splätte. Grüß dich, altes Haus. Ja, du, ich bin ja bei meiner Biene. Nee, du, eine ganz ernste Sache, nicht mehr nebenbei zu loben. Gärtnerin ist sie. Gärtnerin? Ja, na mein Gott, du wirst aber wissen, was ein Garten ist. Genau, Natur auf Ordnung gequält, Erspart mal der Blumen aus, Jamba. Ja, also wie gesagt, ich bin hier in ihrer Hütte und hat mal an sich auf den Jerusalem Abend eingerichtet mit Fernsehen und so, du weißt schon. Bloß die Mama von meiner Biene, ja, die schmeißt uns heute Abend raus. Ja, Kalle, und da wollte ich dich mal fragen, hast du nie heute Abend sturmfreie Bo? Hat du nicht. Schade. Schau mal, lieber Karl-Heinz, ich muss jetzt leider schließen. Meine Empfehlung an die Braut, danke desgleichen, Ende. Ja. Da ist ja auch Herr Splettstößer. Das kann doch nicht wahr sein. Was heißt, was kann nicht wahr sein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was heißt hier, oh Mann, oh Mann, oh Mann? Hm? Na, mit den Dingern im Haar sehen sie aus wie ein Hubschrauber. Und du wirst da hochgehen wie ein Senkrechtstarter, wenn du deinen losen Mund nicht hältst. So was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Oma. Sieht wohl doch ein bisschen blöder aus, Mann. Verwechsel dich, bis zur Hochzeit ist das wieder in Ordnung. Hochzeit? Was redst du denn da für einen Unsinn? Herr Wollensteger hat mich eingeladen, mit ihm auszugehen, nicht? Und Herr Wollensteger ist ein anständiger Mensch. Mhm. 14 Tage seines Lebens hat er für unsere Mischpatrie geopfert. Und nichts hat er genommen dafür. Der muss nach Ihnen aussehen, Oma. Passen Sie auf, sonst sind Sie ganz schnell seine Braut. Och, was trägst du denn da für einen Unsinn? Na, das wäre ja was, Mensch. Was? Wenn ihr drei Miezen hier auf einen Schlag ausfliegen würdet. Was mich mit Herrn Wollensteger verbindet, ist eine höchst seriöse Freundschaft. Im Gegensatz zu euch habe ich ohne ein Wörtchen mitzureden. Jetzt hör aber mit deinen Ratschlägen auf. Es ist genug, dass du mir die Sache eingebrockt hast. Oma, Oma. Was ist? Sie will auf keinen Fall das Kleid anziehen, wo ihr das doch so gut steht. Du sag doch nicht. Ja, soll ich etwa feilgeboten werden? Es geht doch um was anderes. Also bitte kein Wort weiter über meine Garderobe. Aber ihr Kopf ist klasse. Was? Sieht aus wie neu, dabei bloß rund erneuert, wa? 16,50 Mark war Mutti. Was wird nur für ein Aufhebens gemacht, wenn man mal zum Friseur geht? Ach, ich habe nicht anzuziehen. Was ist los? Na ja, du sagst immer, ich soll ausgehen und ich habe nicht anzuziehen. Frau Wiedemann, bleiben Sie ganz ruhig. Jetzt werden Sie mal alle Splätte Ihren Schrank zeigen. Dann wird alle Splätte mal seine Blicke schweifen lassen. Dann wird alle Splätte Ihnen mal sagen, was Sache ist. Darf ich bitten, Frau Wiedemann? Und alle Wollschläger muss fressen, was ihm vorgesetzt wird, hä? Hast ja einen umwerfenden Charme, mein Junge. Ist er da? Sitze? Netter Junge. Ich hab ja auch schon 3 Wochen dran gefeilt. Was? Freu mich, Mutti. Worüber? Dass du dich nun doch entschlossen hast. Du, ich habe mich zu gar nichts entschlossen. Ich halte nur in bewährter Manier für die Dummheiten anderer den Kopf hin. Es geht mir lediglich darum, die Geschichte mit Anstand und Würde zu bereinigen. Der Mann tut mir leid. Er kommt hierher mit einem Blumenstrauß. Voller Hoffnung. Ja, und muss erfahren, dass alles nur ein Aprilscherz war. Ich bin von uns allen der einzige Mensch, der die Sache in der einzig richtigen Weise... Ja, und darum opfere ich mich. Obwohl mir leicht flau wird, wenn ich daran denke, dass mir gleich ein Mann gegenübersteht, dem ich einen Korb geben muss. Ein Korb für seine Blumen. Eigentlich schade. Was? Dass die Sache so ausgehen Also fang nicht schon wieder an, ja? Mensch, du siehst so dufte aus, Mutti.
Hast du eigentlich nicht dran gedacht, vielleicht wieder mal zu heiraten? Ich stehe, mein Mann, ich brauche keinen. Ich mache mein Diplom Forstingenieur. Außerdem habe ich gar keine Zeit, einen kennenzulernen. Heute Abend lernst du doch aber einen kennen. Das ist doch was anderes. Sag mal, kannst du dir denn überhaupt nie vorstellen, dass dir irgendwann mal ein Mann ganz irre gut gefällt? Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass du ganz irre gut einen Vater brauchtest, der dir wieder zu einer kultivierteren Ausdrucksweise verhilft. Ob er das schon ist? Moment mal, wer ist denn da? Wolli. Herr Wollenschläger, so fein in Schale. Oh. Ja, ich weiß, Frau Pohl, das passt nicht zu mir. Ich bin doch ja kein Mensch mehr hier. Sie sehen aber wie einer aus. Nee, in meine Korthose und in das karierte Hemd da. Da bin ich Mensch, was? Sie gefallen mir aber auch ganz gut mal so. Ja, dann werde ich mich mal jetzt beeilen. Ja. Frauen sind alle gleich, was? Meine Ehemalige hat mal auch mal gejagt. Zieh dit an, was? Schockfarben sollte ich tragen. Und haben Sie ihr den Gefallen getan? Wieso denn? Wir waren doch schon miteinander verheiratet. Ach so, ich verstehe. Was? Herr Wollenschläger? Nee. Und jetzt? Was? Jetzt wollen Sie meine Oma? Mädel! Oma! Herr Wollenschläger bittet um Audienz. Ich will schon den Vatikan ziehen soll. Siehste, die kommt auch nicht zurecht. So, Oma, halt fast angezogen. Chef, ich schnalle ab, dass ich eine Frau für Sie so zerfetzen kann. Es war? Ja. Sag mal, komm. Passt die Fliege hier zu den Smoking? Poppt, Chef, poppt. Ja. Wenn man nämlich peinlich war, die Frau Wiedemann, die gibt sie so eine Mühe, war ich dann hier wie so ein Knoten, war? Sie sehen klasse aus. Ja? Klar. Frau. Frau Wiedemann, Sie sehen aus. Oh. Ich bezahle selber, was ich quartiere. Damit er nie denkt, er kann mich kaufen. Wird ein hartes Rennen für Sie, Chef. Herr Wollenschläger, ich bin bereit. Ja. Bitte verführen Sie mich in die Grillbar des Interhotels. Herr Wollenschläger, können Sie tanzen? Im Bogi war ich früher prima. Und wir gehen jetzt in dein Zimmer, ja? Nein, wir müssen auch abdampfen. Wieso müssen wir auch abdampfen? Weil der bald kommt. Wer denn? Der Besuch. Na, was machen wir du? Geh mal spazieren. Macht Spaß, wa? Klar. Mutti, Hannelore. Oh, weg sind sie. Ich glaube, ich bin aufgeregt. Ist ja auch kein Wunder. So ein Wahnsinn, den Mann in die Wohnung einzuladen. Na, das sieht meiner Tochter ähnlich. Ohne Überlegung. In der ganzen Sache steckt kein Quäntchen Überlegung. Das ist er. Na denn. Entschuldigen Sie. Ich bin etwas außer Atem. Ich bin gelaufen. Der Fahrstuhl war unterwegs und ich wollte keine Sekunde versäumen. Von Ihrer Warte her ja auch zu verstehen. Bitte, wenn Sie ablegen wollen. Danke, ich habe nichts an. Wie bitte? Was ich jetzt schon ausziehen könnte. Ach so, ja. Ja. Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht irgendwoher? Ja, Seidel ist mein Name. Ja, Herr Seidel, waren Sie nicht neulich? Ja. Oder habe ich da eine Fehlschaltung? Nein, keine Fehlschaltung. Ich hatte mich verlaufen und landete bei Ihnen. Aber heute bin ich mit Absicht hier. Mit Absicht? Ja. Ach ja, mit Absichten. Ja, das wird sich ergeben. Ja, dann nehmen Sie mal Platz. Gerne. Danke. Damals ging es um Pfeifen. Köpfe, ja. Genau, ja. Und Sie haben sich den Besuch heute reiflich überlegt? Sonst wäre ich nicht hier. Ja, natürlich nicht. Ja, liebe Frau Pohl, die Sache ist mir so ernst und wichtig, dass ich den letzten Zug habe fahren lassen. Er ging um 18.34 Uhr. Ich sagte mir, das ist eine Sache, die kann man nicht zwischen Dienstschluss und letzten Zug quetschen. Nein, da muss man sich schon etwas Ruhe gönnen. Sie betonen so den philosophischen Aspekt der Sache. Ja, sie ist es wert, eine Nacht zu opfern. Eine Nacht? Zu
Zahnbürste habe ich bei mir. Herr Seidel, Herr Seidel, um alles in der Welt, Sie sind schon auf Übernachtung eingerichtet. Ja, wer sollte was dagegen haben? Ja, niemand, natürlich nicht. Ja. Ja, ich glaube, ich bin doch einigen Dingen im Leben nicht zurechtgewachsen. Entschuldigen Sie, Herr Seidel, Sie hätten den 18.34 Uhr nehmen sollen. Das wird ein verlorener Abend für Sie. Wieso? Ich muss Ihnen das so brutal ins Gesicht schleudern. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie sich trügerischen Hoffnungen hingeben. Sie sind also nicht bereit, sie zu verkaufen. Zu verkaufen? Ja, liebe Frau Pohl, ich habe die Angewohnheit, überall meinen Blick prüfend übers Inventar streichen zu lassen. Routinesache eines Sammlers. Ich bin nicht nur hinter Pfeifen her, nein, sondern auch hinter Antiquitäten. So? Ja, als ich unlängst das Vergnügen hatte, mich in Ihre Wohnung zu verlaufen, fiel mein Blick auf diese Uhr. Ein Familienerbstück. Sie hat schon bei meinem Großvater im Forsthaus gehangen. Ja, frei heraus. Was wollen Sie dafür haben? Die Uhr wollen Sie? Ja, die Uhr. Ist Ihnen etwas? Nein, nein. Schon gut. Mir ist nur ein Stein vom Herzen gefallen. Ach so. Oh, das wird jetzt rein. Sie sind aber nervös. Eine attraktive Person. So, da bin ich. Herr Bechstein, Sie sind es. Ja. Ja, darf ich vorstellen? Ja. Herr Seidel, ein Sammler, Herr Bechstein, ein Mitarbeiter von mir. Kreislandwirtschaftsrat, Abteilung Forsten. Angenehm, ja. Oh, hier aufmerksam. Ja, lieber Herr. Ja. Ich meine Herrn Seidel. Ja. Herr Seidel, Sie sehen selbst, wir können unsere Verhandlung nicht fortsetzen. Ja, eine Verhandlung? Ich meine, wenn ich störe, dann... Nein. Ich freue mich, dass Sie mich mal besuchen. Bleiben Sie ruhig. Ja, Herr Seidel, Sie sehen selbst. Ja, dann werde ich mich wohl verabschieden. Ja, das wäre dann wohl das Beste. Ach, da fällt mir ein, haben Sie denn nun eine Bleibe für die Nacht? Wieso? Na, wo wir beide doch nicht handelseinig geworden sind. Nicht handelseinig? Ich meine, wenn ich dazwischen getreten sein sollte, vielleicht... Herr Seidel. Ja, na, ich komme schon irgendwo unter. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Tja. Dann nehmen Sie mal Platz, Kollege Bechstein. Ja, ich bin so frei. Ja, bitte nach Ihnen, Kollegin. Bitte, setzen Sie sich doch, Kollege. Danke vielmals. Sie sind im richtigen Augenblick gekommen. So? Ja, wirklich. Ich hatte nicht den Eindruck. Schön, dass Sie da sind. 8:55. Danke. Bitte. Können Sie denn auf die Entfernung meine Uhr erkennen? Oh nein. Ich weiß immer genau, was die Glocke geschlagen hat. Ich meine, wie spät es ist. Übungssache. Eisernes Training. Konzentration. Ich habe eine Schwäche für so etwas. Das ist interessant. Das wussten Sie noch nicht von mir? Offen gestanden, nein. Dabei arbeiten wir schon so lange zusammen. Können Sie mir noch mal verzeihen? Ich weiß sehr viel von Ihnen. Beinahe alles. Ich habe Sie immer ganz genau beobachtet. Hätte ich nicht sagen sollen, was? Sie verwirren mich ein wenig, Kollege Bechstein. Oh, das ist nicht meine Absicht. 3:45. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich brauche eigentlich gar keine Uhr. Oh, da unterscheiden Sie sich aber wesentlich von Herrn Seidel. Herrn Seidel? Ja, der vor Ihnen da war. Der wievielte bin ich denn heute? Ach, ist heute schon ganz schön ertrunken hier. Ja. Schön, dass Sie mich mal besuchen, Kollege Bechstein. Besuchen? Ja. Ja, ich meine, besuchen ist ja wohl nicht das richtige Wort. Wofür? Na, für meinen Besuch. Ja, nun, wie man es auch nennt, ich freue mich jedenfalls, dass Sie da sind. Nun? Nun? Ja. Im Jahr 217. Ja? Ja. Aha. Ja, im Jahr 217, da ist noch zu viel Windbruch. Geht nicht richtig voran hier, dort.
Aber mehr Leute können wir, weiß Gott, nicht abstellen. Ne? Wir müssen schon sehen, wie wir damit fertig werden. Ach, das werden wir schon in den Griff kriegen, Kollege Bechstein. Oh, ja. Haben Sie das schon gehört? Was? Der Loderer ist vor einem Keiler ausgerissen, hat einen halben Nachmittag auf den Baum zugebracht. Der Loderer, nicht der Keiler. Das dachte ich nicht. Was dachten Sie sich? Dass der Loderer auf dem Baum saß und nicht der Keiler. Ach, ja. 8:56. Sie machen mich ein bisschen nervös, Kollege Bechstein. Entschuldigen Sie vielmals, aber dass Sie dauernd auf die Uhr sehen, das macht mich ja auch nicht gerade ruhig. Ne? Oh, entschuldigen Sie. Bitte. Ja. Sagen Sie, dieser Herr Seidel... Ja? Den habe ich vergrault? Ja. Das traf sich mit Ihren Interessen? Völlig, Kollege Bechstein. Ja. Ja, wenn ich mir erlauben dürfte... Ja. Ich meine, das ist... nicht gerade sehr angenehm für mich heute Abend. Ich meine, auch heute Abend für Sie der Kollege Bechstein zu sein. Entschuldigen Sie bitte diese Bemerkung. Oh ja, Sie haben recht, Kollege Herr Bechstein. Ja. Vielleicht könnte man... Ja. Vielleicht... Könnte man die Sache ins Jahr 217, aber das gehört ja wohl nicht hierher. Ne? 8:58. Erwarten Sie noch jemanden? Offen gestanden, ja. So? Eigentlich dachte ich schon, dieser Herr Seidel sei es, aber das stellte sich als Irrtum heraus. Ach, oh, und was für einer, ich sag Ihnen, Sachen gibt's, die gibt's überhaupt nicht, kann man gar nicht erzählen. Ja, dann lassen Sie es doch. Wie bitte? Nee, ich meine, dann lassen Sie es doch raus. Erzählen Sie es doch. Na gut, aber es bleibt unter uns. Ja. Oh. Also, das ist so. Meine Tochter, 17, unreif, hat sich in den Kopf gesetzt, mich mit einem Mann zu versorgen. Hm? Kollege Bechstein, stellen Sie sich das vor. Ein Mann für mich. Nun hat sie auf eine Annonce geschrieben. Ohne mein Wissen natürlich. Und für heute Abend hat sie den betreffenden Herrn hierher eingeladen. Ich habe nun die ganze Familie weggeschickt, um die Angelegenheit ungestört mit Anstand und Würde aus der Welt zu schaffen. Dieser Herr Seidel wollte nur eine alte Uhr von mir kaufen. Und jetzt sehe ich dauernd zur Uhr, weil ich den Herrn noch erwarte. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ach. Habe verstanden. Eine unangenehme Geschichte, nicht wahr? Was einem die eigenen Kinder so für Schwierigkeiten machen. Ich hätte diesen Abend wahrhaftig nutzbringender verwenden können. Meine Arbeit schreibt sich nicht von selbst. Nein, das tut sie wohl nicht. Nun versetzen Sie sich mal in die Lage von diesem Mann. Ich tue es. Der kommt hierher, voller Hoffnung, mit einem Blumenstrauß. Ja, und muss erfahren, dass alles nur ein Jux war. Der Mann tut mir leid. Mir auch. Tja, aber ich muss ihm doch offen und ehrlich sagen, was los ist. Das muss ich doch. Ja, das müssen Sie wohl, ja. 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 Ja, na, dann möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Oh, Sie haben mich nicht gestört. Gut. Sie können übrigens meiner Diskretion sicher sein. Das weiß ich. Ja. Ach so. Die Blumen, die kann ich wohl hier lassen, nicht? Ja, danke. Übrigens, sie waren für Sie bestimmt. Danke, das ist nett von Ihnen. Bitte. Bechstein! Ja? Sie, Bechstein? Ich, ja. Das kann nicht wahr sein. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Jetzt weiß ich ja auch, dass das gar nicht wahr ist, denn der Brief, der kam ja von Ihrer Tochter. Aber der Brief muss doch schon einige Tage in Ihren Händen sein. Seit Dienstag. Sie haben sich nichts anmerken lassen, obwohl wir uns auf Schritt und Tritt begegnen? Ja, wir begegnen uns ja seit Jahren auf Schritt und Tritt und ich habe mir niemals etwas anmerken lassen. Ich habe mich damit abgefunden, dass Sie für mich unerreichbar sind. Und eines Tages, da habe ich dann aufgegeben. Da habe ich diese Annonce aufgegeben. Aber auch damit hatte ich Pech, nachdem das Glück mir einen Moment zugelächelt hatte. Bin eben nicht der Typ. Ach, Unsinn. Nein, nein. Ich habe den Bogen nicht raus.
lassen wir das. Ja, wie Sie wollen. Ja. Tja, dann. Tja, dann. Tja. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ja. Ich habe da noch etwas Wichtiges vergessen. Was denn? Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie mir gefallen. Ja. Ja. Ihr Kleid. Ihr Kleid kleidet Sie. Danke. Die Frisur. 3,5 Stunden. Bitte? 3,5 Stunden habe ich dafür geopfert. Haben Sie mal einen Blick in einen Damensalon geworfen? Nein. Na, dann werde ich mal was für die wunderschönen Blumen tun und dann... Was trinken Sie gern? Wie bitte? Ich meine, was Sie gern trinken. Oder wollen Sie gleich wieder gehen? Das heißt, ich darf noch bleiben? Na, es kommt doch keiner mehr. Ah, ja. Also Kaffee oder Tee? Dann lieber Kaffee. Nach Kaffee schlafe ich besser. Oh. Na, hoffentlich fallen Ihnen nicht schon hier im Sessel die Augen zu. Sie dürfen ruhig herausnehmen, was Sie interessiert. Oh nein, das wäre ja ungehörig, wenn ich mich hier einfach hinsetze und lese. Ne? Wieso denn? Ich kann mir ja auch eine Handarbeit vornehmen. Meine Mutter hat bestimmt was zum Stopfen übrig gelassen. Sie lesen und ich wirke mit Nadel und Faden. Ein richtig gemütlicher Abend. Sie mit Nadel und Faden kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie lesen gern? Ja, ich habe ja jetzt Zeit, ich habe ja keine Frau. Sie brauchen Feuer, ja? Ja, wenn ich mich selbstkritisch unter die Lupe nehme, ein bisschen würde nicht schaden. Bin, glaube ich, sehr langweilig. Ne? Oh, ich glaube, Sie haben mich da gründlich missverstanden, Kollege. Herr Bechstein, ich sah die Zigarette liegen, dachte, er will rauchen, hat aber kein Feuer, kein Streichholz. Ach ja, habe ich ja auch nicht. Na, ich bringe Ihnen welche aus der Küche mit. Nein, nein, ich habe ja ein Feuerzeug. Ich wollte nicht rauchen, ohne Sie vorher um Erlaubnis gefragt zu haben. Oh, Sie haben aber gute Manieren. Ja, bin ja nicht mehr verheiratet. Ach, Sie waren schon mal? Na ja, schon ziemlich lange her. War keine sehr erfolgreiche Angelegenheit für mich. Da pfeift jemand. Das Wasser kocht. Das ist aber nett von Ihnen. Du meine Güte, Herr Bechstein, was haben Sie denn? Entschuldigen Sie bitte vielmals, ich bin es nicht gewohnt, von hinten angesprochen zu werden. Während ich den Tisch decke. Während Sie den Tisch decken? Für wen decken Sie denn sonst den Tisch? Na, für mich. Na, für sich allein? Mhm. Das ist nicht zu fassen. Immer Mensch bleiben. Phänomenal. Ich glaube, ich habe sie alle. Die Zuckerstückchen. Das dachte ich mir. Ja. Ja, dann werde ich mal den Kaffee holen. Hier, da war noch eins. Beim Saubermachen, da werden Sie sicherlich noch einige finden. Entschuldigen Sie bitte vielmals, mir ist die Geschichte äußerst peinlich, aber ich werde sofort nachher das ganze Zimmer systematisch absuchen. Sie wissen, ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch, das haben Sie sicherlich schon gemerkt. Nicht? Am besten, ich werde gleich dort hinten anfangen. Oh, bitte lassen Sie das, Herr Bechstein. Ja, und Sie dürfen nicht nervös werden. Geben Sie mir eine Zigarette. Ach so, ja. Bitte schön. Danke. Wollen Sie nicht auch rauchen? Nein, ich habe ja keine Zeit dazu. Ich muss ja den Tisch decken und den Zucker auflecken. Auflesen. Ja.
So, dann kann ich jetzt den Kaffee ein... Nein, bitte, bitte! Ich mach das schon. Ja. Oh. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich bin ein sehr tölpelhafter Mensch. Ich mache keine sehr glückliche Figur, nicht? Ist der Kaffee gut? Oh ja, danke. Danke. Wir wussten nicht. Was ist denn, Martha? Aus hier! Wieso denn? Wieso denn? Wie kann ich in eurer Bude nur, wenn Rohrbruch ist? Sind wir, Martha, sind wir nur Typ Hausgemeinschaft 3 oder was hier? Intimsphäre, verstehst du? Was heißt denn hier Intimsphäre? Sind da alle Lampen an? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, ja? Ist vielleicht bei Ihnen ein kleiner Wackelkontakt zu reparieren? Ne? Kutschi, nun ist aber genug. Nun komm jetzt. Ja, Mutter, darf ich dir Kollegen Bechstein vorstellen? Kollege Bechstein, das ist meine Mutter. Oh. Wiedermann? Ja, sehr angenehm. Was hier hat, Martha, der sagt sehr angenehm, der kennt ihr nicht. Du sei mal nicht so vorlaut, nicht? Gestatten wollen, Schlee, ja. Bechstein. Ja, Bechstein. Kurt Wollenschläger, ja. Sehr angenehm. Meister aller Püsselin. Disziplin. Wie Sie das Wort rausgekriegt hat, wa? Ich habe auch schon weniger getrunken als du, nicht? Frau Pohl, ihre Frau Mutter ist eindeutig hinter mir zurückgeblieben. Die Frauen bleiben ja alle eindeutig hinter uns zurück. Das ist eine ziemlich nackte Tatsache, Kollege Pechstein. Pechstein. Das sag ich ja, Pechstein. Also, Kurtchen, wenn du morgen früh aufwachst, wird es dir sehr leid tun, an einige Äußerungen von heute Abend erinnert zu werden. Ja, nee, ignorieren. Er meint es nicht so. Ach, er hat heute Abend ganz reizende Momente. Er kann, wenn er will. Ich kann alles, Kollege Pechstein. Ja, mein Kurtchen, war ein schöner Abend. Ich kann jeden Abend keinen schön machen, Kollege Pechstein. Ja, das Pechstein. Kannst du. Wie war's denn bei euch? Ja, Mutter, ich habe Kollegen Bechstein reinen Wein eingeschenkt. Ja, der Wein war gut, ja. Also, einen kleinen Schluck hier. Guck, jetzt hast du Sende. Ja, dann werde ich euch mal eine kleine Erfrischung machen. Ah. Ja, mach das mal. Kollege Bechstein. Ja, gnädige Frau. Ja. Ja, ich kenne Ihre werte Frau Tochter schon seit langem. Allerdings nur aus der Distanz. Einer von ihr geschaffenen Distanz. Ach. Allerdings von mir gewahrten Distanz. Die Kollegen... Sind wir denn nicht alle Kollegen, wa? Ja. Ziehen wir denn nicht alle an gleichen Faden, wa? Ja, die Kollegen... Jetzt habe ich den Faden verloren. Frag die Gewerkschaft! Komm her. Ist das nur hier... Ist das nur hier gelaufen, wa? Bitte? Ich meine, ob sie es rumgekriegt haben, wa? Gott! Zach! Bitte, worum? Zach! Zach dürfen sie bei Frau Pohl nicht sein, wa? Das müssen sie schon mir überlassen, wie ich meine Eroberungen tätige, nicht? Eroberungen tätige? Das ist ja ganz feiner hier. Der denkt, dass er hier alleine erobert, Mensch. Also, Kurt, jetzt bist du aber zu weit gegangen. Stimmt das etwa nicht, ja, was? Ich werde mich dann entfernen. Ich glaube, das ist wohl an der Zeit. Was denn, Kollege Bechstein? Wollen Sie denn schon gehen? Ist es denn schon so spät? Ja, allerdings zu spät. Darf ich Ihnen bei der Gelegenheit meine Tochter vorstellen, von der ich Ihnen schon so viel Schönes erzählt habe, und Ihr Freund? Splättstößer. Ja, angenehm kann ich ihr da wohl nicht sagen. Ich werde jedenfalls die Konsequenzen ziehen. Mann, war der sauer, sag mal, war das? Ja, allerdings. Wisst ihr, was ihr da angerichtet habt? Nö. Das war ein Kollege deiner Mutter.
Ach du liebe Jüte. Und was will er für Konsequenzen ziehen? Na, der kommt doch nie wieder. Der kommt wieder. Woher wollen Sie denn das wissen? Ich hab nämlich unten die Haustür zugeschlossen. Hör mal zu, Kurt, oder darfst du im Moment nicht gestört werden? Von dir immer, Martha, was ist denn? Ja, vielleicht, dass das Bügeleisen deine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Warum soll ich denn deswegen nicht zuhören können? Ich kann 7 Dinge auf einmal tun. Wisst du, Kurtchen, was mir an dir so gefällt? Nee, sag's ruhig. Deine ungeheure Bescheidenheit. Du, Martha, nicht auf den Arm nehmen, ne? Das merkst du? Ich bin ja nicht doof, wa? Herr Wollenschläger, ich will Sie ja nicht drängen, aber ich wüsste doch gern, ob das Bügeleisen heute noch irgendwann fertig wird. Sonst müsste ich nämlich umdisponieren und was anderes anziehen. Frau Poli, gib mir alle Mühe. Ja, ich weiß, ja. Aber Sie sagen mir doch Bescheid, ja, wenn es nicht mehr klappt. Was ich aber nicht glaube. Ja, Sie will nämlich ins Theater. Kindermensch, wenn er mir hier unter Druck setzt. Kurtchen. Ja, das wäre auch kein Arbeitsklima hier für Kurtchen. Sie geht nicht alleine. Ja. Du wirst lachen, wenn ich da sage, mit wem sie geht. Ich lache nicht. Nein, eben nicht. Eilt! Bin 20, blond, Abitur, suche jungen Mann mit gleicher Bildungsstufe zwecks Heirat. Tch. Mit 20 eilt das schon. Bei den Zaster, den sie heute kriegen. Na, ich bin ja mal gespannt, wie das noch endet. Mit uns? Ach, nee. Mit der Bügeleisen? Ach, Unsinn. Mit meiner Tochter. Dieser Bechstein hat doch tatsächlich um seine Versetzung gebeten. Aha. Martha, er will fort von ihr. Genau. Aber sie will ihn nicht verlieren, weil das doch ihre rechte Hand ist. Und deshalb geht sie ihm nicht von der Pelle. Sie hat zu Jahr geschafft, damit ihr ins Theater geht. Nur mal von vorne. Er will fort von ihr und dann geht er mit ihr aus. Mensch, ist doch völlig kaputt, Mensch. Bei denen stimmt doch was nicht. Da kannst du mal sehen, was meine Tochter für einen dicken Kopf hat. Du, Martha, hoffentlich kommst du nicht nach ihr. Du weißt, Martha, ich liebe was Sanftes. Hallo? Ach, meine Kleine. Ah, ja. Na, und Icke? Von mir? Ach, Mensch. Von mir. Oh, die schönen Rosen. Frische erntet. Ja. Hallo, Chef. Ach, Mensch, verdammt doch mal, das verflixte Ding hier, Mensch. Kommt sie nicht so recht? Ich muss in die Werkstatt. Kollege Splette, kannst du mal vielleicht fahren? Fahren? Ja. Los, du knatterst jetzt mit Wolli durch die Linie. Na, was ist? Also Stadtrundfahrten mit Ihnen immer. Ja, ist gut. Tschüss, Martha. Halt! Ohne Sturzhelm fährst du nicht. Ja, hier, den. Ja, komm. Ja, so. Gut, ja. Sitz da. Sind Sie versichert? Versichert? Ja. Gegen Dachschaden immer. Gut. Komm, Edelmann, machen Sie die Straße frei? Ja. Aufsitzen. Ja, wo ist denn Wollenschläger? In der Werkstatt. Na, da komme ich aber in Schwierigkeiten. Du, das scheint eine Generalüberholung zu werden. Was ziehe ich denn da an? Oh. Ach, das klappt schon noch. Na klar. Nette fährt ihn ja. Hier, Mutti, ich hab dir Rosen mitgebracht aus der Gärtnerei. Ja, danke. Na, dann stell ich sie ins Wasser und vielleicht auf den Schreibtisch, ja? Freust du dich? Natürlich freue ich mich. Und ich krieg das Ding hier noch mal heil. Das war aber nicht gut. Was? Na, das mit den Blumen. Ja, du hast recht. Tut mir leid. Ist aber schön, dass du das merkst. Entwickelst dich positiv. Oder sollte vielleicht Herr Bechstein daran schuld sein? Wie kommst du denn auf sowas?
Na ja, weil er doch immer beieinander sei. Ne? Also Mutti, das sind Unterstellungen. So. Es geht mir lediglich darum, ihn davon zu überzeugen, dass es keinen Grund für ihn gibt, wegzugeben. Und da ich gewohnt bin, alles gründlich zu machen. Ja. Ach du lieber Himmel, bist aber sehr erschrocken. Ja, weil ich noch nicht angezogen bin. Ach so. Guten Tag. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Mich trifft der Schlag. Oh, das wäre eine peinliche Nebenwirkung meines Erscheinens. Und was bitte wäre die Hauptwirkung? Ja, da muss ich ausschweifend werden, aber unter vier Augen, wenn Sie erlauben. Komm, Hannelore, wir schütteln der Betten auf. Ja, ich bitte darum. Also? Nun zur Ausschweifung, bitte. Danke. Ja, als ich das erste Mal bei Ihnen war, handelte es sich um einen Irrtum, aber der hatte zur Folge, dass ich ein zweites Mal kommen musste. Sie erinnern sich, die Uhr. Ich verkaufe sie nicht, Herr Seidel. Ja, die Uhr ist im Moment auch gar nicht wichtig. Also bitte kommen Sie zur Sache, ich hab's eilig. Sie wollen fort? Ja, ins Theater. Allein? Das geht doch wohl zu weit. Also nicht allein. Was wollen Sie eigentlich? Ich habe Blumen mitgebracht. Na und? Ich habe Blumen mitgebracht. Warum wohl? Vielleicht wollen Sie was von mir. Getroffen? Und was wollen Sie? Sie! Ach, mich! Ja, bei meinem ersten Besuch hörte ich etwas von einer Annonce, das heiraten betreffend, oder irre ich mich da? Nein, nein, Herr Seidel, Sie irren sich nicht. Ich komme also nicht zu spät? Herr Seidel, Sie sind sehr originell. Also, ja! Ja, ja, Herr Seidel, ich glaube, es muss auch sowas wie Sie geben. Ja, ich bin schon ganz froh, dass es mich gibt. Ja. So, Frau Pohl, jetzt können Sie wieder kräftig bügeln. Hallo, Sammler. Hallo, Sportler. Na, wieder in Ordnung? Was wollen Sie, Herr, bevor wir jetzt einen Gang? Mit Splettes Hilfe, ein Jahr Garantie. Psst, wieso? Was? Das wird. Oh. Sie sind ja immer noch nervös. Oi. Herr Seidel wollte gerade gehen. Das ist nicht nötig. Ich werde gehen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich nicht mit Ihnen ins Theater gehen werde. Moment! Ich habe mit Ihnen zu reden. Bitte bleiben Sie einen Moment. Setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Ja. Wollt ihr ins Theater gehen? Nee, lassen Sie mal. Beginnst du mit meinem Freund Kalle, der musste plötzlich verreisen. Da können wir gleich seine Wohnung aufräumen, weil er bald wiederkommt. Tschüss. Ich verstehe kein Wort. Nee, Pechstein. Kurtchen, ich habe das Gefühl, wir stören hier. Wieso denn, Martha? Hier ist doch offensichtlich was schiefgelaufen. Und das wollen Schlee ja genau richtig, weil der Kollege. Hallo. Wir trinken den Kaffee bei dir oben. In meine Wohnung? In deiner Wohnung. Martha! Aber keine Intimitäten. Oh. Tja. Ja. Naja. Tja, ja. Nun sind nur noch wir drei hier im Zimmer. Ja. Also einer zu viel. Sie bleiben. Gerne. Ja. Herr Seidel, ich habe mit Herrn Bechstein zu reden. So? Ja, dienstlich. Ja, bitte. Sagen Sie mal, verstehen Sie mich nicht? Ja. Ja. Oh Gott. Ach, nein. Ja. Das heißt also... Das heißt es. Schade. Jammerschade, ja. Aber gefragt habe ich wenigstens. Wissen Sie, nur durch Fragen kommt man zu etwas, das lernt man im Antiquitätenhandel. Immer Fragen. Die alten Omas haben manchmal noch sonst was rumzustehen. Immer Fragen. Guten Abend. Guten Abend. Ich frage mich, was finden Sie an dem Mann? Oh, ich bitte Sie, das ist ein dummer Zufall, dass er immer gerade hier ist, wenn Sie kommen. Oh, bitte, Sie sind mir keine Erklärung schuldig. Und warum nicht? Weil ich ohnehin nicht mehr hierher zurückkommen werde. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Weshalb haben Sie mich aufgefordert, mit Ihnen ins Theater zu gehen? Ich habe Sie gefragt, ob Sie Lust hätten. Ja, Sie haben mich gefragt, ja. So wie Sie Ihre Kollegen fragen, ob Sie Lust hätten, eine Selbstverpflichtung zu übernehmen. Sie sind eine hervorragende Persönlichkeit.
Aber eine unmögliche Person. Das nehmen Sie zurück. Ich denke gar nicht daran. Außerdem kann ich es mir leisten, so etwas zu sagen, da ich ja ohnehin nicht mehr in Ihrer Abteilung tätig sein werde. Ich habe nämlich die Konsequenzen gezogen. Die ziehen Sie zurück, Kollege Bechstein. Ich bin die längste Zeit Ihr Kollege gewesen. Ich heiße Martin. Entschuldigt bitte, dass wir nicht stören. Ja, es war so laut, man hat es bis unten gehört. Eine Dienstbesprechung. Ja, Entschuldigung, Ihre Frau Mutter hat bloß die Pille vergessen. Die hat so schreckliche Kopfschmerzen. Wo war ich stehen geblieben? Bei Martin. Ich habe niemals einen Hehl aus meinen Empfindungen Ihnen gegenüber gemacht. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, diese Annonce aufzugeben, in der ich eine Frau suchte, die Ihnen ähnlich sei. Ich war so naiv, zu glauben, dass das ginge. In Wahrheit wollte ich mich von Ihnen befreien. Und dann das Unglück, dass ich durch diese Annonce ausgerechnet auf Sie stieß. Ich gehe Ihretwegen, verstehen Sie? Ihretwegen. Dazu haben Sie kein Recht. Ich will nicht, dass Sie ein solches Opfer für mich bringen. Wer liebt, ist immer bereit, ein Opfer zu bringen. Nein, nein, dazu haben Sie kein Recht. Ich gehe. Nein, ich gehe. Nein, ich gehe! Ich verbiete Ihnen, einen solch unüberlegten Schritt zu tun. Sie haben mir gar nichts zu verbieten. Sie können schreien, so viel Sie wollen. Sie können mir doch nicht vorschreiben, ob ich ein Opfer bringen darf oder nicht. Was, Sie wollen ein Opfer bringen? Ja, dazu muss man bereit sein, das haben Sie selbst gesagt. Ja, aus Liebe. Na bitte. Na also. Entschuldigen Sie bitte vielmals, gehe ich da recht, wenn ich annehmen darf, dass Sie und ich, dass wir... Ja, Martin. Gisela, Ihnen... Oh, der letzte Zug ist weg. Ich muss doch bei Ihnen übernachten. Sagen wir es doch mal, die Freunde.